Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. In der heutigen Andacht werden wir von einer Witwe hören. Und die Witwe ist im Alten Testament und auch im Neuen Testament immer ein Sinnbild für jemanden, der in einer sehr schwierigen, oftmals fast ausweglosen Situation ist. Und wir dürfen miterleben, welchen Weg die Witwe findet und können uns dem vielleicht auch anschließen. Würden wir uns trauen, so zu beten, wie das der Beter in dem Psalm 7 macht? Herr, mein Gott, bei dir suche ich Schutz. Rette mich vor allen, die mich verfolgen, und befreie mich. Sonst zerfleischen sie mich noch wie die Löwen. Ja, sonst zerfetzen sie mich, und keiner ist da, der mich rettet. Steh doch auf, Herr, in deinem Zorn. Ja, erhebe dich gegen das Wüten meiner Bedränger. Wach doch auf für mich. Du richtest ja das Recht auf. Möge die Bosheit der Gottesfeinde endlich aufhören. Doch dem, der gerecht lebt, dem gib Bestand. Du bist es ja, der die Menschen auf Herz und Nieren prüft, du gerechter Gott. Mein Schild ist zu Gott erhoben. Er ist es, der die rettet, die von Herzen aufrichtig sind. Ja, wirklich, schon wieder wetzt einer sein Schwert. Ja, er spannt seinen Bogen und richtet ihn auf das Ziel. Doch ich will dem Herrn danken, weil er gerecht ist, und will den Namen des Herrn, des Höchsten, mit Liedern loben. Hilflos sein, bedürftig sein. Das drückt auch das nächste Lied aus und stimmt uns noch mehr auf das heutige Thema ein.
Heute hören wir ein Gleichnis von Jesus. Es steht im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel. Da heißt es: Er, also Jesus, sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten und nicht nachlassen sollte, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Ja, ein bisschen verstörend ist dieses Gleichnis. Da wird also Gott irgendwie von Jesus mit einem ziemlich widerlichen Richter verglichen. Also einer, der Gott nicht fürchtet, und das bedeutet, dass ihm Gott völlig egal ist. Also total gottlos oder ungläubig. Und vor den Menschen hat er auch keine Scheu. Das heißt also, er ist sich seiner Sache immer sicher. Und das, was er macht, macht er nur aufgrund dessen, weil er selber seine Vorteile sucht und sich überlegt, was könnte jetzt das Problem sein. Wenn die also irgendwann mal ausflippt und mir ins Gesicht haut, dann kann ich sie ja schlecht jetzt irgendwie in den Kerker werfen lassen, weil das ist irgendwie, das gehört sich nicht. Witwen wurden ja prinzipiell in Israel immer besonders geachtet, zumindest formell. Aber ich bin blamiert und das will ich mir jetzt nicht antun. Also insofern werde ich mal für sie recht sprechen. Das ist natürlich keine besonders angenehme Motivation, und Gott hat mit Sicherheit keine Angst davor, ins Gesicht geschlagen zu werden und sich zu blamieren. Folglich wird er jetzt nicht uns deswegen Recht geben, wenn wir immer wieder und immer wieder kommen und von ihm was verlangen, weil wir ihm lästig geworden sind. Also was soll denn diese Gleichstellung? Jesus pickt nur ein Element da heraus, und das macht er natürlich im Sinne der Kontrastverstärkung so, dass dieses Element ganz besonders betont werden kann, nämlich ihre Beharrlichkeit, ihre absolute Hartnäckigkeit, ihr Dabeibleiben. Jetzt könnte man sagen, ja, so will er das auch von uns, ne? Wir sollen auch ganz hartnäckig sein. Wir sollen unseren Vorteil suchen und sollen darum kämpfen, koste es, was es wolle. Und sollen Gott so lange penetrant anbeten, bis er nachgibt. Naja, das ist ein bisschen schief interpretiert, weil auch die Witwe ist jetzt nicht ein besonderes Beispiel und ein besonderes Vorbild für uns, weil was ist bei ihr der Fall? Hat sie einen besonders tiefen Glauben oder so etwas? Nö. Sie hat einen Glauben, klar. Aber sie glaubt an sich selbst. Sie glaubt daran, dass sie, wahrscheinlich hat sie das in ihrem Leben häufig genug erfahren, wenn man nur ganz penetrant ist, irgendwann, wenn man da sozusagen ganz dicke Bretter bohrt, irgendwann kommt man durch. Das muss sie ein paar Mal schon erfahren haben. Und insofern ist sie einfach penetrant. Und wahrscheinlich nicht sehr angenehm in ihrer Penetranz. Wenn der Richter da in dem Falle befürchtet, dass sie auch beginnt, ihn zu schlagen, dann ist da eine ziemliche Aggressivität dahinter. Soll das ein Vorbild für uns sein? Sollen wir also versuchen, Gott gegenüber so aggressiv wie möglich zu betteln? Natürlich nicht. Da auch darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass diese Frau durchaus an etwas glaubt. Total eigensüchtig, auch klar, und nur auf sich bezogen. Mit Gott hat sie nichts am Hut, aber der Richter auch nicht.
der glaubt erst recht an nichts, außer an seinen eigenen Vorteil. Da haben wir also zwei Menschen, die absolut egozentrisch aufeinander prallen und die mit ihren jeweiligen Mitteln versuchen, sich selbst es so gut wie möglich gehen zu lassen. Und da ist jetzt in dem Falle die Witwe aufgrund ihres Witwenstatus und aufgrund ihrer unglaublichen Penetranz ein bisschen langfristig im Vorteil. Das ist sozusagen eher höllisch als himmlisch. Insofern kein ganz besonders gutes Beispiel. Und dennoch ist es ein Beispiel für Beharrlichkeit. Aber in welchem Sinne? Welche Art von Beharrlichkeit wünscht sich Jesus denn von uns? Im Gebet heißt es da, allezeit beten und nicht nachlassen. Allezeit beten und nicht nachlassen. Man kann eigentlich gar nicht beten und nicht nachlassen, wenn man nicht das tut, was so immer im Christlichen so eine wichtige Rolle spielt, wenn man nicht glaubt. Wenn man also keine Hoffnung hat. Wenn man nicht daran glaubt, dass dieses Gebet tatsächlich sinnvoll ist. Also es geht hier eigentlich um die Beharrlichkeit, um die Beständigkeit des Glaubens unter äußerst widrigen Umständen. Darum geht es. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist denn Gebet im Glauben? Wenn ich nämlich bete in widrigen Umständen, dann bete ich natürlich darum, dass diese Umstände sich verbessern. Das ist völlig klar. Dass ich mein Recht bekomme, weil ich da entsprechend benachteiligt worden bin und dass ich da, ja, ich hätte auch gern mal einen richtig gehenden Lotteriegewinn. Damit wäre ich völlig aus dem Schneider mit allem, was ich dann finanziellen Problemen habe. Ja, dann, das ist doch was, wenn ich also jetzt so richtig inständig mit absolutem Glauben fest daran glaube und bete und bete und bete, dann höre ich damit auf. Dann muss es doch irgendwann mal kommen. Ist das damit gemeint? Auch nicht. Weil um diese Art von Gebet geht es nicht. Es geht um ein Gebet, das als inneren Inhalt das Vertrauen zu ihm hat. Und Vertrauen heißt, wir bleiben uns dessen gewiss, dass alles, was geschieht, im Angenehmen wie im Unangenehmen, etwas ist, was er in der Hand hält. Er ist in der Lage, jederzeit das Unangenehme zu verkürzen oder auch zuzulassen, dass es länger dauert. Vielleicht sogar bis zum Ende unseres Lebens auf diesem Planeten. Aber das ändert nichts daran, dass er absolut in jedem Augenblick das, was er uns zumutet, uns zum Wohle zumutet. Ja, da kann man schon feststellen, das ist schwer zu glauben. Was hat er mir alle schon zugemutet, wird jeder von uns denken. Und das soll er mir zum Wohle zugemutet haben? Ah, das kann ja nicht sein. Da ist schon die Lücke im Glauben. Dort ist sozusagen schon der Bruch. Es kann doch nicht sein, dass Schlechtes, Unangenehmes, Leidvolles, alles das, was ich erdulden musste durch blöde Menschen oder durch Verluste von geliebten Menschen, oder durch die Schmerzen, die ich habe aufgrund meines Gesundheitszustandes oder was auch immer, dass das alles mir zum Wohle, mir zugemutet wird, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Nee, 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 nee. Aber hier ist die Beharrlichkeit das Wichtigste, worum es geht. Beharrlich heißt nämlich, ich will darauf vertrauen. Ich will darauf vertrauen, dass er so liebevoll und so aufmerksam mir gegenüber ist, dass er mich in keiner Sekunde meines Lebens und auch in keiner Sekunde meines Leidens aus dem Augen lässt oder aus dem Herzen lässt. Und jetzt ist etwas Interessantes. Worum kann ich denn dann bitten? Soll ich darum bitten, dass all diese unangenehmen Dinge verschwinden, die eventuell tatsächlich zu meinem Wohle mir geschehen, was ich nicht weiß und was ich nicht beurteilen kann? Wo ich auch innere Kräfte entwickeln kann, um das überhaupt durchhalten zu können? Oder worum soll ich bitten? Worin besteht denn das inständige Gebet?
Es ist eigentlich viel einfacher, als man denkt. Die ganze Beterei um bestimmte Annehmlichkeiten und Vermeidung von Unannehmlichkeiten sind im Grunde genommen flach. Sie ergreifen nicht das, worum es in unserem Leben wirklich geht. Aber es geht um etwas ganz, ganz Wesentliches, nämlich, dass er bei allem, was wir erleben, an Angenehmen und Unangenehmen, an Leidvollem und an Freuden, dass er bei uns ist, bei uns bleibt, mit uns wirklich auf die innigst denkbarste Art mit uns das trägt und begleitet. Und wenn wir darum bitten, dann macht er diese Bitten wahr. Er macht sie so wahr, dass wir tatsächlich angesichts von Unmöglichkeiten, ja, so wie die Unmöglichkeit, einen solchen Richter überhaupt zu irgendwas anderem zu bringen, dass er aus vielen Unmöglichkeiten neue Möglichkeiten macht. Und wenn es innere Möglichkeiten sind, dass er uns innere Kräfte offenbart, die wir vorher gar nicht wussten, dass wir sie haben. Dass Dinge geschehen, von denen wir überhaupt nicht wussten, dass sie überhaupt geschehen können. Und dass wir merken, letztendlich, wie gut das war, dass wir durch bestimmte große Probleme hindurchgegangen sind, aber hindurchgegangen, ihnen nicht ausgewichen sind. Das war dann so gut, weil es uns in unserem Vertrauen, in unserer Bereitschaft, uns noch inniger und noch intimer und noch vollständiger auf ihn und auf seine liebevolle Begleitung einzulassen, gestärkt hat. Und dass wir merken, dass wir durch das dunkle Tal hindurch auf eine ganz andere Weide geführt werden, auf die Weide der Liebe. Eine Liebe, die uns gelassen machen kann, die uns in Wirklichkeit gestärkt hat, sodass die Not und das Leid nicht etwas war, worunter wir schier zusammengebrochen sind und wo wir jetzt immer noch quasi mit einer inneren Bitterkeit da und einer inneren Gebrochenheit darunter leiden und das ewig mit uns herumtragen, sondern dass wir merken, hier ist wirklich jemand immer bei uns gewesen, derjenige, der uns liebt. Aber er kann nur bei uns sein, wenn wir unser Herz im Gebet für ihn öffnen, ständig, in allem, was wir erleben, in jeder Situation, in den guten wie in den schlechten Tagen und besonders in den schlechten Tagen, um dann zu erleben, dass wirklich alles, was uns widerfährt, von ihm geleitet zu unserem Wohl sein wird, auch wenn es jetzt überhaupt nicht offensichtlich ist. Der Herr, der sich um Witwen und Waisen und um alle, die bedürftig sind, kümmert,
segne und behüte uns. Der Herr, der genau weiß, was wir brauchen, leite uns in einer Welt, die überhaupt nicht friedvoll ist, hin zum Frieden. Amen.